Also, Niklaus Schweitzer, ich bin Dozent an der Universität von Hawaii, eigentlich für deutsche Literatur, aber ich habe eine Spezialität Europäer im Pazifik. Und da haben wir eine Sektion auf Hawaiisch. Im Moment habe ich zwei auf Englisch. Und wir machen das aber auch auf Deutsch. Und ich bin seit 1968 hier im Prinzip, aber gehe ziemlich oft hin und her, um zu sehen, was drüben alles läuft. Das und jetzt bitte. Ja, mein Name ist Lorenz Gonscher. Ich bin zurzeit Dozent an der Ateneisi-Universität in Tonga seit letztem Jahr. Bin jetzt hier in Hawaii auf Urlaub, habe aber vorher 15 Jahre hier in Hawaii gelebt und meinen Doktor hier an der Uni Hawaii abgeschlossen in Politikwissenschaft. Das war vor 2 Jahren. Und mit einem Thema mit einer Arbeit über die hawaiische, den Einfluss der Hawaiis als Staat, als unabhängiger Staat im Pazifikraum im 19. Jahrhundert. Und ja, kenne mich da also Und ich ziemlich war aus. Und, dabei, weil ich im genau, und Herr Komitee Schwarzer war einer meiner Komiteemitglieder. war. Und ja, wir sind also beide seit Jahren, arbeiten wir zusammen in verschiedenen Sie Projekten und waren langjähriger Assistent. Ich war Ihr langjähriger Assistent, genau, habe lange Zeit dieses Europeans in the Pacific, Europäer im Pazifik Mitgeprägt, mitgeprägt und mit kann man dran sagen. gearbeitet. Also das Hawaiische Königreich hat eine sehr interessante Geschichte. Man sagt immer, Kamehameha hätte es gegründet. Das ist an sich richtig. Aber die Idee von Monarchie in Hawaii ist ungefähr 1000 Jahre alt. Es hat immer Königreiche gegeben oder Fürstentümer, wie man das interpretieren will, seit rund 1000 Jahren. Als Kapitän Cook hier erschien zum Beispiel, gab es vier Königreiche, die sich mehr oder weniger bekämpften, manchmal auch Allianzen schlossen. Es war ein bisschen fließend. Und aus dieser Konstellation heraus etablierte sich dann unter dem ersten Kamehameha das Königreich Hawaii. Eine Jahreszahl, die man hier verwenden kann, ist 1795. Damals eroberte er die Insel Oahu, wo die heutige Hauptstadt liegt, Honolulu. Man kann aber auch 1810 nehmen, weil es damals eine Art Vertrag gab mit dem letzten noch existierenden anderen Königreich, nämlich Kauai und Niihau, mit König Kamualii. Der wurde dann eine Art Satellit von Kamehameha. Dann 1843, ganz wichtig, wurde das Königreich Hawaii anerkannt von England, also Großbritannien und Frankreich, also von den beiden größten und rivalisierenden Kolonialmächten im Pazifik. Und das war natürlich äußerst wichtig, denn damit wurde Hawaii ein Mitglied der Völkerfamilie und voll unabhängig. Und es war auch das erste nicht westliche Land, das unabhängig wurde. Also lange vor China, Japan, sogar Kanada, Australien und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Und man entsandte Diplomaten in die ganze Welt. Man hatte zum Beispiel, da gab es eine Delegation an die Krönung des Zaren von Russland, Alexander III., in Moskau 1893. Dann schloss man 83, meinen Sie? 1883, habe ich 83, ja, 93 80, gesagt. ja, natürlich, 1883. Und man schloss Freundschaftsverträge ab mit einer ganzen Reihe von Staaten, inklusive der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Das war 1864. Dann natürlich auch mit dem Deutschen Kaiserreich. Es begann aber mit Hamburg. Hamburg und dann Bremen und dann später das Deutsche Kaiserreich, Österreich, Ungarn, Russland, USA und so weiter. USA, das ist 1849. Ja, und dann
kam eben eine sehr verwirrende Zeit. 1893 wurde die Königin gestürzt. Jetzt muss man sich fragen, von wem? Das hat man lange nicht nennen wollen, aber es waren im Prinzip die gewisse Söhne und zwei oder drei Enkel der calvinistischen Missionare, die das Christentum gebracht hatten von 1820 an. Und die kamen aus Neuengland. Und mit diesem Umsturz wurde dann eine Periode der großen Konfusion eingeleitet. Die Leute, die die Monarchie stürzten, die wollten die Angliederung an die USA. Die Hawaiier wollten das absolut nicht. Und die meisten anderen Leute, die hier wohnten, wollten es ebenfalls nicht. Und das Ganze verwickelte sich dann in den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898. Und es wurde dann so dargestellt, wie wenn Hawaii wirklich annektiert worden wäre. Aber in letzter Zeit hat man herausgefunden, dass das gar nicht stimmt. Aber jetzt können Sie was sagen. Ja, also nochmal zur weltweiten Bedeutung. Also nur noch als kleiner Zusatz, die Verträge gab es mit also eigentlich allen europäischen, allen Staaten, die in Europa überhaupt existierten, hatten einen Vertrag mit Hawaii. Außerdem hatte Hawaii auch noch über 100, es waren am Höhepunkt waren es 103 Konsulate und Botschaften in der ganzen Welt. Ja. Gesandtschaften. Gesandtschaften. Mhm. Also zum Beispiel gab es nur für den deutschsprachigen Raum. Also es gab im deutschsprachigen Raum gab es einen hawaiischen Konsul in Wien, einen hawaiischen Konsul in Karlsruhe, das war für das Großherzogtum Baden, einen hawaiischen Konsul in Frankfurt am Main, einen hawaiischen Konsul in Dresden, Königreich Sachsen, einen hawaiischen Konsul in Hamburg und einen hawaiischen Konsul in Bremen und dann auch zeitweise auch einen in Berlin. Allerdings, der war nicht so, also das waren der Berliner, den gab es glaube ich nur für ein paar Jahre lang. Also zumindest im deutschsprachigen Raum 7 hawaiische Konsulate in den 1860er bis oder 50er sogar in Hamburg, glaube ich, schon in den 50er Jahren, in Bremen, 50er bis 90er Jahre. Also nur um das nochmal in Perspektive zu stellen, wie was für eine globale Präsenz dieses kleine Land im Pazifik damals hatte im 19. Jahrhundert. Und umgekehrt hatte man europäische Diplomaten hier und einen amerikanischen Gesandten und so weiter. Mhm. Konsulate etc. Und Hawaii wurde Mitglied des Weltpostvereins am 1. Januar 1882 und das ist jetzt eine Unterorganisation der UNO. Ja, also Hawaii... Weil es ja der Welt beitat als unabhängiger Staat, errichtete dann eine umfassende Gesetzgebung, das nennt man heute Hawaiian Kingdom Law, mit einem obersten Gericht, mit allem möglichen von Gerichten, mit allem drum und dran. Es wurde auch eine konstitutionelle Monarchie 1840. Das war eine der ersten auf der Welt. Eine der ersten der Welt. Frühesten, das glaubt, der deutsche Staatsrechtler Marquardt hat ein paar Jahre ein Buch geschrieben, die Universalgeschichte des Staates, so ein Riesenwälzer, so 100, fast 1000 Seiten. Ja. Und der schreibt wörtlich, dass also Hawaii einer der ersten, also erstaunlicherweise noch früher als Preußen, eine Verfassung erlassen hat. Denn die erste preußische Verfassung stammt ja von 1848. Und die hawaiische stammt von 1840, also 8 Jahre vor Preußen. Das ist ziemlich auch 8 Jahre vor der ersten Schweizer Bundesverfassung, das war ja auch 48, dem Sonderbundskrieg. Also das ist also ziemlich für die Verfassungsgeschichte der Welt ist das sehr früh. Es gab damals nur, nur eine Handvoll Staaten, die Verfassungen hatten. Also natürlich die Frankreich seit der Revolution, klar, die USA seit ihrer Revolution. Ein paar kleine Republiken, also San Marino hat, aber weiß ich, ob die überhaupt eine Verfassung gab. Großbritannien hat ja nicht geschrieben. Es gab einige Staaten, die so mehr oder weniger auf konstitutionelle Staaten waren, aber es war noch die Ausnahme. Die Großteil der Staaten in den 1840er Jahren waren absolute Monarchien. Ja. Und dass Hawaii schon 1840 eine Verfassung erlassen hat, ist also auch weltgeschichtlich, in der politischen Geschichte der Welt ziemlich früh und bedeutend. Sehr liberal.
Ja, und das Tolle ist, die haben ihren Strom von Anfang an ohne fossile Brennstoffe gemacht. Die haben ihren Strom durch Wasserkraft hergestellt. Also die fingen an, heute reden wir von Sustainability und Erneuerbarkeit und sowas. Hawaii führt die Elektrizität ein und geht gleich sozusagen von null auf, also die gehen gar nicht die importieren Diesel oder was. Nein, die bauen eine Talsperre im Nuuanu-Tal und da wird der Strom produziert für Hawaii. Also von Anfang an sauberen Strom. Wie wäre in der Schweiz. Also später haben natürlich dann, als dann die Massenelektrifizierung unter der USA-Herrschaft dann kam, dann wurde natürlich Diesel und heute noch, also die Mehrheit des Stroms hier durch importiertes Dieselöl, was da in dem großen Kraftwerk da in Nanakuli verbrannt wird. Also heute ist der Strom sehr, sehr dreckig auf Hawaii. Aber angefangen hat der Strom als sauberer Strom. Das darf man... Und Hawaii war auch der erste Staat, der den Chinesen das Bürgerrecht verlieh. Lange bevor irgend sonst jemand das tat. Überhaupt, Hawaii hat ja nie einer der ersten Staaten, der Einwanderer völlig ohne ethnische Rassenfragen und so aufgenommen hat. Jeder Einwanderer nach Hawaii wurde völlig gleich behandelt, ganz egal welche Hautfarbe. Das war auch fürs 19. Jahrhundert eher ungewöhnlich, denn in die USA zum Beispiel konnte man ja erst in den 1960er Jahren überhaupt naturalisiert werden, wenn man nicht weiß war. In vielen anderen westlichen Staaten war das ähnlich. Und in Hawaii hat das von Anfang an keine Rolle gespielt, ob man Weißer oder Asiate oder Schwarzer war. Es gab zum Beispiel ganz viele Schwarze, also aus dem Süden der USA geflohene Ex-Sklaven, die auf irgendwelchen Schiffen dann anheuerten und die der Sklaverei entkommen wollten. Da sind einige nach Hawaii gekommen, nicht sehr viele, aber einige, also vielleicht eine Handvoll, 10, 20 so. Und die sind alle dann, in einer von denen ist in Hawaii sogar, der ist einer der führenden Unternehmer, der hat eine große Schmiede, glaube ich, in Honolulu gehabt und ist dann also zum großen Businessmann hier geworden und hat auch das hawaiische sofort die, nach 5 Jahren, wie jeder andere auch, die hawaiische Staatsbürgerschaft gekriegt. Einer wurde Kapellmeister der Royal Hawaiian Band. Chinesen, es gab einen Chinesen, der sogar im Privy Council, also im geheimen Kronrat vom König, also bis in die oberste, also ein aus China eingewanderter Geschäftsmann, der ist also in die alleroberste politische Stufe aufgestiegen, der war also Privy Council, also geheimer Kronratmitglied von König Kalakaua. Ja. Wie gesagt, alles Sachen, die in keinem anderen Land damals üblich waren, denn sowohl Asiaten als auch Schwarze wurden ja eigentlich fast überall diskriminiert, und zwar also nicht nur faktisch, sondern per Gesetz in praktisch fast allen Ländern der Welt. Und Hawaii machte sowas nicht. Hawaii liegt ja mitten im Pazifik und es war ein Teil des globalen Handels, der schon Ende des 18. Jahrhunderts begann mit Pelzen vom amerikanischen und kanadischen Nordwesten. Das ging nach China. Schiffe segelten also regelmäßig von Neuengland um Kap Horn herum und dann an die nordwestamerikanische Küste. Dann wurden Pelze geladen. Das ging dann via Hawaii nach Kanton, China. Und so begann das mit den Chinesen. Und die ersten Chinesen, die sich hier niederließen, die erschienen schon um 1800 herum oder so. 1788 war das erste. Ja, 1788, der war der erste Hawaiianer in China und der erste Chinese in Hawaii. Ja. Beides auf dem gleichen Schiff, 1788. Ja, genau. Das geht via die Missionare. Missionare sind Calvinisten, die brachten eigentlich das Gedankengut von Zwingli aus Zürich und Calvin aus Genf via Neuengland. Und in der alten Religion der Hawaii, die Hawaii ja selbst dann fallen ließen, 1819 nach dem Tod von Kamehameha, in der alten Religion arbeitete der Mo'i, der König, ganz eng zusammen mit dem Kahuna Nui, dem hohen Priester, Hand in Hand. Und die Missionare, als die kamen, die kamen in ein Vakuum, ein religiöses Vakuum. Man hatte eben die eigene
Religion abgeschafft. Die kamen dann in die Fußstapfen der alten Priester und führten diese enge Zusammenarbeit mit dem König weiter. Also der Bingham, der Anführer der ersten Gruppe von Missionaren, First Company, wie man das auf Englisch sagt, der wurde der Nachfolger des obersten Priesters Heva Heva, wenn man so will. Und so waren sie immer ganz eng verbunden mit der Regierung. Allerdings, sie durften nicht selbst in die Regierung zunächst. Das war gegen die Regeln der American Board of Commissioners for Foreign Missions, also der Missionsgesellschaft in Boston. Aber mit der Zeit gab es dann Berater, die Missionare waren und die zu Beratern des Königreichs wurden. Und das funktionierte alles ganz gut, bis dann 1893 die Söhne, einige von diesen Söhnen und Enkeln, die Macht an sich rissen, und zwar mit Hilfe eines amerikanischen Kriegsschiffes, das ironischerweise Boston hieß. So, oder? Ist das einigermaßen? Ja, das ist sicherlich, also da ist nichts falsch an der Erzählweise, ja. Würde ich so insgesamt vereinfacht gesagt, total ja. So, vielleicht noch ein paar Elemente, die es noch ein bisschen komplizierter machen. Also mehrere Missionare, die also in den 1840er Jahren, also in der ersten konstitutionellen Monarchie, sind also mehrere Missionare, von der Missionsgesellschaft zurückgetreten, auf Wunsch des Königs, mhm. König Kawakeoli, Kamehameha III., um in die Regierung als Berater mit hereinzugehen. Der wichtigste ist vielleicht, die wichtigsten zwei, William Richards und Jared Judd, die beiden sind auf jeden Fall ganz mhm. tragende Kräfte gewesen. Richards ist früh gestorben, hat eigentlich dem Land sehr loyal gedient in den paar Jahren, der an der Regierung war. Judd dagegen hat dann schon angefangen, als er ziemlich hoch in der Regierung stand, immer mehr eigennützige, fragwürdige Dinge zu treiben. Und dann hat ihn der König Kamehameha IV., der Nachfolger von dem, also von dem Kamehameha III., hat ihn 1854 aus der Regierung rausgeworfen. Und überhaupt fand dann in den 50er und 60er Jahren, da hat schon erste Spannung, da fing dann Spannung sich zu entwickeln, weil viele dieser Ex-Missionare in der Regierung und dann auch ihre Söhne eben anfingen, eigene Machtinteressen zu entwickeln und eben zu versuchen, ihre Ideologie durchzusetzen. Und dann kam und das Königshaus wollte das nicht. Die haben sich gefreut, dass ihnen jemand hilft, so mit westlichem Know-how, aber wollten natürlich nicht, dass diese Gruppe da irgendwie Macht an sich reißt. Dann kam es mehr oder minder zu einer Entfremdung zwischen den beiden Gruppen in den 60er und 70er Jahren. Ja. Der König hat dann vor allem Kamehameha der Fünfte, also erstmal der Vierte. Also der Vierte hat dann ist das ganz interessant, der ist von der kalvinistischen Kirche amerikanischer Prägung als Staatskirche zur anglikanischen Kirche übergetreten. Der hat also die neue Hofreligion wurde die Kirche Englands, was natürlich eine ganz andere Stellung zur Monarchie, also die Monarchie positiv bewertet, die ja sehr katholisch, konservativ in der Liturgie ist, und das ist eine ganz völlig andere Art von Theologie. Und das hat dem Königshaus viel mehr zugesagt. Also dann hat, also kam der Übertritt vom Calvinismus zur anglikanischen Kirche in den 1860er Jahren. Und dann die Auswechslung von Leuten aus der Bostoner Missionsgesellschaft hin zu vor allem entweder säkularen Amerikanern, also zum Beispiel Ex-Schiffskapitänen und also Leuten, die keine Calvinisten waren aus Neuengland, oder auch Europäern, Franzosen, Engländer, Deutsche. Und vor allem auch Freimaurer, vor allem in diesem Zirkel, denn die Freimaurer waren ja damals eine relativ liberal, freidenkende Gruppe von Europäern, anders als manche der konservativen, gläubigen Christen. Und also da hat sich dann eben unter dem Kamehameha dem Vierten und dem Fünften kam dann, der hat also die Missionare und ihre Familien mehr oder minder fallen gelassen als Beraterstab und stattdessen eben seine westlichen Berater in den Kreisen der Freimaurer und dann vor allem eben also säkulare Amerikaner
aus Boston, aber eben kein, also nicht missionarische Amerikaner und Europäer, eben sein Beraterstab aus diesen Kreisen gesucht. Und von denen waren die meisten deutlich loyaler dem Königreich und haben also nur wenige aus diesen Kreisen haben also angefangen, da so ihre eigenen Dinger zu drehen, sondern die meisten davon waren dem Königshaus loyal. Und das die Missionare und vor allem deren Kinder dagegen waren dann eben enttäuscht und weil sie sich irgendwie ja erwartet hätten, dass sie dieses Land mehr oder minder prägend irgendwie mitregieren und und außerdem kommt natürlich dann dazu, dass die ganze Ideologie der Calvinisten ja eben antimonarchistisch ist. Das ist also kennen wir ja aus der englischen Geschichte Cromwell die Hinrichtung des Königs. Auch die amerikanische Revolution, die ja auch von Calvinisten ja großen Teilen auch mitgetragen wurde, oder zumindest deren Nachfahren aus Neuengland. Und also dieser Antimonarchismus der Calvinisten hat sich dann, nachdem das Königreich sie gar nicht auch nicht wollte als Berater, umso mehr natürlich hat sich dann dieser Antimonarchismus auch durchgesetzt. Und deswegen gab es dann in den 70er und 80er Jahren immer mehr diese Konfrontation, dass einerseits die Missionars, also damals waren die meisten Missionare selber dann schon gestorben, das war ja dann, ist ja jetzt 40, 50 Jahre später, aber eben deren Familien, deren Nachfahren immer mehr im Endeffekt eigentlich oppositionelle Agitatoren waren. Also die haben dann ihre eigene Presse zum Beispiel gehabt, sehr viel, sehr virulente Schriften gegen das Königshaus geschrieben. The Friend, The Friend war zum Beispiel eine auch der verschiedene Zeitungen, die wechseln dann halt teilweise den Besitzer. Das ist oft sehr kompliziert, weil manche ein Zeitungstitel ist unter Umständen, da muss man genau schauen, in welchem Jahr, weil der manchmal von der Regierung gekauft wurde, dann wieder, also das ging hin und her, aber The Friends zum Beispiel ist eine Zeitung, die konstant in deren Händen war. Einige andere haben immer wieder gewechselt. Aber wenn man sich also diese Presse der Missionarsfamilien, da fängt das dann, das wird eben immer radikaler, immer mehr, ja, diese Monarchie ist korrupt, diese Monarchie, aber ohne meistens richtig klar zu werden, einfach ein ideologischer Hass gegen die Monarchie wurde immer mehr hochgespielt. Ja. Und gleichzeitig die hawaiische Bevölkerung hat sich immer mehr hinter das Königshaus auch geschart und eben auch dagegen. Das war klar, dass die große Mehrheit der Bevölkerung dagegen war. Das Einzige, was die Missionarsfamilien für sich hatten, ist, dass sie eben dann viel in die Wirtschaft investiert haben und viele von ihnen reiche Händler und auch Zuckerplantagenbesitzer waren. Nicht alle allerdings, das ist auch wieder kompliziert. Man kann es nicht verallgemeinern. Im Königreich gab es auch Zuckerplantagenbesitzer, die auf Seite des Königshauses waren. Und zwar auch einige der mächtigen Zuckerpflanzer waren auf Seite des Königshauses. Das ist ganz, kann man nicht verallgemeinern. Aber so vielleicht ungefähr die Hälfte der Zuckerpflanzer waren eben entweder Selbstmissionars Abkömmlinge oder aber sie haben dann auch eingeheiratet in andere Familien, die im Zuckerbusiness, also es gab eben dann so, also es war ein Netzwerk, so eine, wie soll man sagen, so eine Oligarchie von Zuckerpflanzern, Anwälten, Händlern, nachdem das Königshaus sie nicht mehr in die Exekutive genommen hat als Berater, haben sie dann versucht, die Justiz zu unterwandern, weil die meisten von denen sind nach Neuengland gegangen, haben dort Jura studiert in den Top-Schulen, also in Yale und Harvard und so, und sind dann zurückgekommen und dann waren teilweise meistens die Missionarssöhne waren die bestausgebildeten Anwälte und die dann teilweise eben in die hohen juristischen Positionen auch aufgestiegen sind. Also das war dann die Nische, in der diese Familien dann tatsächlich auch in der Regierung noch Macht hatten. Das war in der Justiz. Das Justizsystem war so, ich würde sagen, so bei Ende der 80er Jahre war das Justizsystem praktisch komplett von diesen Familien dominiert. Und ja, das ist dann die Machtbasis gewesen. Reicht natürlich immer noch nicht aus, um die Macht an sich zu reißen, weil wenn man 95% der Bevölkerung gegen sich hat, ist das natürlich dann, was man jetzt braucht, ist Waffengewalt. Und das brachte das US-Militär, indem diese Verschwörung gab zwischen dieser Missionarsabkömmlingsgruppe, also the Missionary Party ist der Name, der oft benutzt wird, und dem amerikanischen Gesandten, also Gesandte ist ungefähr so viel wie heute ein Botschafter, der letzte amerikanische Gesandte, Stevens, der war halt auch ein
ein glühender Imperialist. Also damals gab es in den USA die Debatte, soll die USA isoliert sein und sich nur auf Nordamerika beziehen? Das waren die Isolationisten. Oder soll die USA genauso wie die europäischen Mächte, auch wie Deutschland und Frankreich und England, überseeig expandieren und ein großes Kolonialreich bauen? Das war so die Debatte. Und damals, bis in die 1890er Jahre, war das noch eine Debatte und das war noch nicht entschieden. Aber es gab eben eine immer größer werdende Fraktion dieser Imperialisten. Und der Stevens, der letzte US-Gesandte in Hawaii, war eben ein leidenschaftlicher Anhänger dieser imperialistischen Gruppe. Und zwar schon seit den 1850er Jahren. Der war einer der Top-Leute, der Top-Ideologen dieser amerikanischen imperialistischen Gruppe. Und irgendwie ist er im State Department halt aufgestiegen und ist dann nach Hawaii gekommen. Und er war just zu dem Zeitpunkt, wo diese Missionarsklicke die Königin stürzen wollte, war er hier als Gesandter. Und er hat dann eigenmächtig eben ein im Hafen sich zufällig befindliches US-Kriegsschiff Befehl gegeben, eben hier eine Militärinvasion zu veranstalten mit über 200 US-Truppen und mit Maschinengewehren und allen möglichen Kanonen und so. Und das war dann eben genau das war dann die Gelegenheit, im Schatten dieser US-Truppen, die landeten und die und von denen alle wussten, dass die sozusagen auf Befehl eines US-Imperialisten, der also ganz offen Hawaii erobern oder annektieren wollte, und unter deren Schutz hat dann diese Missionarsklicke von also wenigen Leuten, die also ja recht reich waren, aber eigentlich kaum Anhänger hatten in der Bevölkerung, unter dem Schutz dieser US-Truppen haben die dann eben sich selber zur provisorischen Regierung erklärt, wurden sofort von dem Stevens als legitime Regierung anerkannt. Ja, bevor sie die Macht bevor hat. Sie überhaupt die Macht hatten. Und damit war dann ja sozusagen erstmal der Würfel gefallen, weil es gab ja auch keinen. Hawaii hatte viel moderne Technologie, aber eines an moderner Technologie hatte Hawaii noch nicht. Leider, anders sonst wäre die ganze Geschichte anders gewesen. Hawaii war nicht verbunden mit dem Telegrafenkabel. Das war, weil das zu weit weg war. Der Rest der Welt hatte, also von London nach Paris, von London nach New York eine Nachricht zu schicken, dauerte vielleicht 2-3 Stunden, weil es immer über Relaisstationen, aber es ging eben sehr schnell. Innerhalb von einem Tag durch die Telegrafenkabel konnte man schon bis nach Neuseeland, von Neuseeland nach London, das ging, also war alles schon, das britische Empire hatte schon ein komplettes Kabelsystem. Hawaii war eben so weit weg von sowohl Asien als auch dem Pazifik, es gab zwar mehrere Projekte schon in den 1870er Jahren, aber bis vor 1900 hat niemand das Geld aufgebracht, die paar Millionen, die es gekostet hätte, zu investieren, um so ein langes Kabel zu legen. Was ich sagen will, Hawaii war abgeschnitten von dem Rest der Welt und hatte nach wie vor einen Kommunikationsweg von ungefähr 2 Wochen nach San Francisco mit dem Schiff. Das war die einzige Möglichkeit, an den Rest der Welt, an das Nachrichtennetz ranzukommen. Sonst wäre das Ganze gestoppt. Genau, und genau das sonst hätte natürlich sofort das hawaiische Außenministerium sich in Washington beschwert und sagt, ihr Botschafter macht hier eigenmächtige Sachen und arbeitet mit der Opposition hier zusammen und zettelt hier einen Putsch an. Und damals hätte auch die US-Regierung, die damals noch nicht offen imperialistisch war, hätte da auch das sofort dann zurückgepfiffen. Und genau diese Isolation, die wurde halt ausgenutzt. Und genau die Königin konnte ja nichts machen. Sie hatte zwar Militär, sie hatte ungefähr 500 Mann unter den Waffen, aber wenn man auch gewonnen hätte gegen dieses amerikanische Kriegsschiff, dann hätte man 4 weitere geschickt oder 5. Man muss nur die Geschichte der Philippinen ein bisschen studieren, wie das dann herauskam. Mhm. Ja, das ist eben diese Geschichte des Imperialismus, dass gewisse Leute in den USA hier auch mitmachen wollten. Und deswegen schickte man Kriegsschiffe in den Pazifik. Die Engländer machen übrigens genau das Gleiche. Manchmal war ein englisches Kriegsschiff hier, dann wieder ein amerikanisches. Auch ein französisches. Französisches auch. Japanisches fing dann auch an. Die Japaner, ja. Und das gehörte einfach irgendwie zum Modus Vivendi damals. Und wenn jetzt zum Beispiel dieses amerikanische Kriegsschiff nicht hier gewesen wäre zu diesem Moment, wäre es natürlich auch nicht passiert. Warum wollten die USA Hawaii? Es war wegen Pearl Harbor. Und Pearl Harbor war wegen China. Nicht Japan oder sowas, sondern China.
man wollte China nicht direkt politisch beherrschen, aber wirtschaftlich. Also Agrar, den Handel, den Außenhandel. Handel, China, ja, ja, den Außenhandel. Und man sah Hawaii als Sprungbrett nach China. Und Pearl Harbor ist der beste Hafen im zentralen Pazifik. Und deswegen wollte man Hawaii. Das Problem allerdings ist, man hätte mit legalen Mitteln das machen müssen. Und das funktionierte nicht so. Und heute ist die Situation die, das hat man nach langen Recherchen herausgefunden, dass es gar keinen Annexionsvertrag gibt. Also hängt das Ganze in der Luft. Ja, ich meine, die Knutzer-Kabel-Geschichte, die Kabelgeschichte ist heute in dem Sinn nicht so nicht relevant für die. Also natürlich sind Kabel strategisch relevant, aber es gibt ein so dichtes Netz von Kabeln, dass das also jetzt nicht allein an, also das ist ja, hat zu sagen, hat nicht die Bedeutung wie, also allein von Hawaii gibt's Kabel nach, natürlich nach der Westküste der USA sicherlich mindestens 20 oder 30, aber dann gibt's auch eins nach Kanada, nach Vancouver, es gibt auch eins nach Tahiti, es gibt eins nach Fiji, eins nach Samoa, also was ich sagen will, dass das Netz ist heute so dicht, dass allein das Kabel ist kein Grund, das Land zu beherrschen. Und da haben wir Satelliten. Außerdem haben wir Satelliten auch. Und selbst wenn die Kabel ausfallen oder sabotiert werden, gibt es immer noch Satelliten. Also das hat heute nicht die gleiche Bedeutung, diese exklusive Bedeutung wie damals. Das würde ich. Aber es ist strategisch interessant. Wer Hawaii besitzt, kontrolliert den nördlichen Pazifik. Ja, das ist ja immer so, Inseln, die zentral in einem Ozean gelegene Inseln sind perfekt für geostrategische Herrschaft. Also die Amerikaner haben jetzt zum Beispiel im Indischen Ozean Diego Garcia, das ist genau in der Mitte, ein kleines unbewohntes, also auch nicht mehr unbewohnt. Ja, das ist auch eine ganz andere schlimme Geschichte, da wurde die Bevölkerung da brutal vertrieben, aber die ein kleines Atoll im Zentrum des Indischen Ozeans, wo auch eine der größten US-Militärstützpunkte ist, und das ist natürlich perfekt, um den gesamten Indischen Ozean zu beherrschen. Dann haben ja die Engländer St. Helena und die Amerikaner haben Ascension, also mieten von den Engländern Ascension, was sie gleich neben St. Helena liegt, und damit ist der ganze südliche Atlantik von den NATO-Streitkräften beherrscht. Dann im nördlichen Atlantik gibt es eine NATO-Basis, also britisch-amerikanische, auf den Azoren, die zu Portugal gehören, und auf Bermuda, was ja englisch ist. Und damit ist der ganze nördliche Atlantik von den NATO-Seestreitkräften beherrscht. Ja, also man hat also im Nordatlantik, Azoren und Bermuda, Südatlantik, Ascension, St. Helena, Indische Ozean, Diego Garcia, und Hawaii und Pazifische Ozean, Hawaii. Also man hat die britisch-amerikanische Allianz, also die NATO im Endeffekt heutzutage, beherrscht also die zentralen Punkte aller Ozeane der Welt. Und das ist der Schlüssel für die angelsächsische militärische Weltherrschaft. Also das ist ganz klar. Übrigens auch Tahiti mit den Franzosen. Tahiti für die Franzosen hat eine ähnliche Bedeutung, ja. Also Geopolitik ist ganz wichtig. Mhm. Oh ja, und die sind auch aktiv. Und der Staat Hawaii weiß nicht so recht, wie er mit ihnen umgehen soll. Also manchmal werden die Titel benutzt und dann wieder nicht. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr am 16. November die Inspektion der Königsgarde beim Palast. Und das Department of Defense, also das Verteidigungsdepartement, lädt den Erben des Throns offiziell ein, diese Garde zu inspizieren, zusammen mit dem Gouverneur und mit dem höchsten Offizier der hawaiischen Nationalgarde. Und da werden die Titel benutzt. Dann bei anderen Situationen wieder nicht. I'm Niklaus Schweitzer of the Friends of Iolani Palace. In tribute to the memory of King Kalakaua,
The Royal Guard will now march from the barracks to the steps of Iolani Palace for their annual inspection. The guard will march to the tune of the Ka Mo'i March, that means the King's March, composed by King Claw Gower and arranged by Captain Henry Burton. Übernahmen benutzt. Das war zum Beispiel, ich war an vielen diplomatischen Anlässen dabei, da hieß es ja, wir haben den Senator so-und-so hier und wir haben den Gouverneur und wir haben General so-und-so. Ah ja, und dann haben wir auch Dudi. Wer war Dudi? Dudi wäre der König gewesen. Also Prinz Edward Kelly Ahonuika war dann Akoa. Aber er wurde nur mit dem Übernamen begrüßt. So, und mit der Zeit, jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Man braucht also die Titel vermehrt heute. Aber nicht immer. Also man weiß nicht so recht, was soll man mit der Familie machen. Sie ist zwar da und sie erscheint auch. Und dann wird sie wieder ignoriert. Und die meisten Leute wissen nicht einmal, dass es hier eine Königsfamilie gibt. Also bei den Hawaiian gibt es eigentlich zwei verschiedene Schulen, wenn man so will. Es gibt eine Gruppe, die sagt, wir müssen den Dekolonisierungsprozess beschreiben. Also wie die Vereinten Nationen oder mindestens sollten wir so eine kleine Nation machen, wie die Indianer das haben, also die Sioux und die Hopi und die Navajos und so weiter. Und dann gibt es eine andere Schule, die sagt, wir sind gar nicht annektiert worden, also haben wir das Königreich nach wie vor. Und alles, was wir brauchen, ist, dass man anerkennt, dass das Königreich wirklich hier ist. Das sind diese beiden großen Strömungen. Und dann gibt es Leute, die sind irgendwo zwischen diesen beiden. Und wobei aber die Fraktion, die sagt, das Königreich ist nach wie vor hier, die gewinnt immer mehr an Gewicht.
Wobei das natürlich, um auf die Frage der kleinen, der Communities und so zu gehen, natürlich, das ist sozusagen, das ist der politische Überbau, was Sie bezeichnen. Ja. Ist natürlich dann, ist natürlich auf der lokalen Ebene gibt es natürlich auch sehr viele, die sich gar nicht wirklich um solche Fragen kümmern, sondern die mehr auf lokale Fragen, also zum Beispiel hier, also Fragen von Wasserrechten, von Landrechten. Ja, ja. Hier ist das Land, oder da ist irgendein Betrug hier geschehen. Das Land gehört eigentlich der Familie so und so, aber irgendwie Corporation so und so baut da ein Hotel und das geht ja nicht. Oder das Wasser wurde umgeleitet. Wir haben kein Wasser, um unser Taro anzubauen. Solche Fragen sind natürlich oft auf der lokalen, auf der Community-Ebene für viele Leute durchaus wichtiger. Und dann gibt's was Sie beschreiben, ist natürlich was vor allem ich will es nicht überhaupt in keiner Weise abtun, es ist sehr wichtig, aber es ist natürlich was hauptsächlich von Leuten, von mehr von Intellektuellen, von Akademikern, von Leuten auch von Rechtsgelehrten und so diskutiert wird. Und natürlich schon in der Community auch, natürlich wird das diskutiert, aber es ist eben viele der Communities sind vielleicht finden es wichtiger, konkret, also das Land zum Beispiel zu schützen und ihren kulturellen, ihren Lebensstil zu schützen die und Sprache so. Und die Sprache jetzt mal wieder zurückzubringen. Insofern haben Sie natürlich ein Stück weit recht. Es sind sehr viele der Gruppen sind sozusagen lokal und sind vor allem beziehen sich vor allem auf lokale Interessen und es ist eben das oftmals sehr verwirrend auf der gesamten Ebene, weil halt jeder so ein bisschen für sich oft was macht. Also der Eindruck ist schon nicht falsch. Es mangelt oftmals an Koordination zwischen dem Überbau und der Basis. Aber das versuchte man ja gestern am 125. Jahrestag des Sturzes der Monarchie, also der Liliokani, versuchte man das einzurenken, indem man sagte Unity, also ganz genau, man will jetzt zusammenarbeiten. Und gestern hat das funktioniert. Weil es friedlich ist. Es ist friedlich. Gestern niemand wurde verhaftet oder irgend sowas. Alle, die Polizei, alle arbeiteten zusammen. Und es gibt, was wir nennen, Cognitive Dissonance. Also die wahre Lage ist so unreal, dass die Leute auch in hohen Positionen die größte Mühe haben, zu verstehen, wie es eigentlich ist. Also wenn man auf ein Außenministerium geht und sagt, hören Sie mal, Hawaii ist immer noch ein unabhängiges Königreich und wir haben einen Freundschaftsvertrag mit Ihnen, dann machen die zunächst einmal ganz große Augen und denken, der hat nicht alle Tassen im Schrank oder sowas. Mit der Zeit versteht man es dann, aber es ist ein großer Aufklärungsprozess. Es gibt eine sogenannte provisorische Regierung, die geschäftsführend ist und die ist international seit ein paar Jahren tätig geworden. Es gab sogar ein Verfahren in Den Haag im Schiedsgerichtshof und dort wurde festgestellt, dass Hawaii wirklich im 19. Jahrhundert ein unabhängiges Königreich war. Heißt das, weil es ja keinen Annexionsvertrag gibt, dieser Fall immer noch da ist. Und es gibt schon Dokumentation, also im Schiedsgerichtshof. Zum Beispiel, es gibt einen berühmten Fall mit dem Südchinesischen Meer. Das war ein Fall zwischen den Philippinen und China. Und da wurde Hawaii zitiert. Wann war das? Vor einem Jahr? Anderthalb Jahren. Sommer 2016. Also es ist aktenkundig. Königreich Hawaii ist ein Präzedenzfall für diesen Fall zwischen den Philippinen und der Volksrepublik China. Aber die verschiedenen Stellen wollen das immer noch ignorieren, weil es irgendwie nicht in ihr Schema passt. Es kommen noch diese, also eine,
sagen wir da ideologisch oder eigentlich gar nicht ideologisch, kulturell oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der ist dieses Image, was mit Hawaii kommt. Das Hawaii ist eben dieses Strandparadies für alle. Ja. Und das ist ein politischer Konflikt, der passt einfach da nicht hin. Ja. Also die Leute wollen ihr Südseeparadies haben und wollen nicht und also Konflikte sind im Nahen Osten, ja, oder Konflikte sind irgendwie in Ostasien, jetzt mit Korea, was weiß ich. Konflikte sind in Afrika. Das sind Osteuropa, vielleicht auch noch mit Russland, mit Putin, mit der Ukraine, was weiß ich. Aber in dem Südseeparadies, das ist eine andere Kategorie, da gehören politische Konflikte nicht hin. Es und gibt wenn man Leute, die das, werden das richtig wütend, wenn man überhaupt diese Sachen erwähnt, weil es ihre Illusion zerstört. Ja? Als ich hier nach Hawaii zum Studieren ging vor 14 Jahren, hat mich von den Kommilitonen in Deutschland keiner ernst genommen. Die haben alle gedacht, du willst surfen gehen und einfach nur so tun, als ob du studierst, damit du dort surfen und schwimmen gehen kannst. Von Politik habe ich da gar nichts gesagt, einfach nur, dass ich in Hawaii studieren will. Und schon das hat mir keiner abgenommen in Deutschland. Ja, man wird nicht richtig ernst genommen. Ja. Viel älter, denn der Tourismus wurde entwickelt von Kamehameha V. Der hat zusammen mit einem von seinen Ministern das erste Royal Hawaiian Hotel gebaut. Das war das beste, schönste, luxuriöseste Hotel im ganzen Pazifik. Und auch im besten Teil von Asien, wenn man so will. Mhm. Und dort beginnt das. Das ist also viel älter als nur die 60er Jahre. Klar, aber in den 60ern kam diese spezifische Verkitschung und vor allem diese totale, diese politische Sinnentleerung der ganzen Sache. Ich denke, im 19. Jahrhundert war das noch für den Touristen interessant, in ein fremdes Land zu gehen, das eine Monarchie hat, und da war ein ganz anderer Überbau über dem Tourismus, während in den 50er, 60er Jahren diese Art von amerikanischer Tourismuspropaganda, der hat sozusagen alles Ernste irgendwie rausgenommen aus der Sache. Aber also das fing schon früher an, in den 30er Jahren auch schon, klar. Schon mit Hollywood in den 30er Jahren. Das waren die Missionare. Die haben das Alphabet gebracht. Und zwar, das war genial, sie haben als Basis Latein verwendet, nicht Englisch. Weil wenn man versucht, mit der englischen Schreibweise dieser Wörter zu buchstabieren, dann gibt es ganz komische Sachen. Während Latein, das ist so wie Deutsch, deswegen spricht man das jetzt auch so aus, wie man es schreibt. Und das war eine Leistung der Missionare, zusammen mit den Hawaiianern. Denn die wollten unbedingt schreiben lernen, so schnell wie möglich. Vom König an bis zu allen anderen. Mhm. Und die Hawaiier haben vielleicht schneller als sonst irgendein Volk lesen und schreiben gelernt. Und hatten dann auch eine ganze Menge Zeitungen. Mhm. Was, mindestens 70? Über 100 Zeitungstitel auf Hawaii. Ja, sogar über 100 Zeitungen auf Hawaii. Und überhaupt, also eine Riesenmenge an gedrucktem Material, also von allen außereuropäischen Sprachen, also sagen wir mal so, von außereuropäischen Sprachen, die auf Lateinisch geschrieben werden, wenn jetzt mal die Kulturen mit eigener Schriftkultur mal ausgenommen, weil das ist eine andere Kategorie, aber also von all denen, sagen im 19. Jahrhundert neu verschrifteten indigenen Sprachen, sagen wir es mal so, hat Hawaii den größten Korpus. Also es wurde in keiner anderen von diesen neu verschrifteten ausländischen, nicht-europäischen Sprachen so viel Schriftmaterial produziert wie auf Hawaii. Million Hawaii Druckseiten. Über eine Million Druckseiten im 19. Jahrhundert. Da kommt niemand drauf. Ich hab nachgeforscht. Also keine der amerikanischen Indianersprachen kommt dahin, keine der südamerikanischen Quechua, Nahuatl und sowas, keine von den afrikanischen indigenen Sprachen, die verschriftet wurden. Keine andere Sprache im 19. Jahrhundert so viel hat so viel. Und dann kommt der große Skandal. Die hawaiische Sprache wurde unterbunden an den Schulen, und zwar 1896 von der sogenannten Republik. Wenn man ein Wort Hawaii sprach, dann wurde man bestraft. Und so hat man die Sprache fast ausgemerzt, aber eben nicht ganz. Es gab dann immer noch gewisse Orte, wo man weiterhin Hawaii sprach, gewisse Familien
Die sagten, das machen wir nicht, wir hören nicht auf mit Hawaiisch, und so konnte man es retten. Aber als ich anfing, Hawaiisch zu lernen, das war 1970 oder 1971, da hieß es, die Sprache werde aussterben. Und es gab nur noch 2000 Sprecher und die meisten waren mehr als 60. Und da habe ich mir gesagt, nein, das möchte ich jetzt noch lernen. Und dann bin ich in Hawaiisch-Kurse gegangen, hier an der Uni. Und ich dachte dann, meine Mitstudenten wären so Exzentriker aus Amerika, die nichts Gescheites zu tun hatten, als Hawaiisch ein bisschen zu lernen, ein paar Wörter. Nein, es waren alles ganz Junge. Es war die erste Generation von Hawaiiern, die die Sprache wieder lernten. Und die sind jetzt überall, im Erziehungsministerium, in den Schulen, an den Universitäten, wenn sie nicht schon pensioniert sind. Und die haben die Sprache gerettet. Und jetzt kommt sie wieder. Nein, es sind zwei offizielle, natürlich Englisch, aber Hawaiisch ist auch offiziell. Man kann also theoretisch, wenn man zum Beispiel in einem Gericht zitiert wird, dann kann man auf Hawaiisch Rede und Antwort stehen, und weil das niemand versteht, dann muss der Staat einen Übersetzer, einen Dolmetscher organisieren. Ich habe mal einen Vortrag gegeben über die Royal Hawaiian Band im Stadtrat. Da habe ich Hawaiisch gesprochen. Die Augen waren so vor all diesen. Da musste ich mich selbst übersetzen. So, aber die Sprache kommt zurück. Gestern hat es ein Votum gegeben, mindestens 20 Minuten lang, nur auf Hawaiisch. Das war der Anführer der Opposition gegen das Teleskop auf der Mauna Kea. Oh, ja. Der hat wie ein Maschinengewehr gesprochen, wie ein alter Hawaiier aus dem 19. Jahrhundert, aber der ist ungefähr 26. Naja, es wurde natürlich auch dadurch, dass die Sprache, also die Sprache im 19. Jahrhundert, also die kontinuierlich entwickelt, ja. Also die kontinuierliche Sprache, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, die war natürlich, war ein Stück weit schon noch authentischer als jetzt die sagen wieder, ja, neu, also die wieder neu also neu belebte Sprache hat natürlich, und da gibt es großen Streit auch zwischen verschiedenen Gruppen immer wieder, weil eben doch viele der jetzt engagierten Gruppen, die da die Wiederbelebung betreiben, eben sehr viele Worte sozusagen neu erfunden haben. Und nicht immer wurde da genügend geschaut in die Quellen des 19. Jahrhunderts, weil es also viele moderne Worte gab, also Telegrafen zum Beispiel gab es ja im 19. Jahrhundert schon. Internet dagegen noch nicht, also klar, aber vieles, Autos auch noch nicht, aber dafür Pferdekutschen. Also meine, also sehr viele moderne Dinge, die nicht aus der alten Kultur kommen, gab es ja im 19. Jahrhundert schon. Telefon gab es auch schon, manche Dinge aber eben noch nicht. Und es gibt halt, es gibt viele Fälle, wo eben selbst für Dinge, die es im 19. Jahrhundert schon gab, trotzdem jetzt wurde neu erfunden worden. Das ist teilweise nicht besonders gut gemacht worden. Also es gibt da durchaus Kritikpunkte. Und ich würde schon sagen, dass das heute gesprochene Hawaiisch unter den Panana Leo und so, unter den in den Schulen, die da diese Wiederbelebung betreiben, dass das schon vielleicht etwas mehr vom Englischen beeinflusst ist als das Hawaiisch, was im 19. Jahrhundert im Königreich gesprochen wurde. Aber das gilt auch trotzdem für Schweizerdeutsch. Das ist natürlich auch ein universales Phänomen, wenn man denkt, wie sehr man heute Amerikanismen und Anglismen im Deutschen überall. Ja, eben die Zeit, sind, man passt sind, ja, sich klar. An die Zeit ja, an. In dem Sinn. Sprachen entwickeln sich. Das ist eigentlich der Beginn einer Schrift, wenn man so will. Ich meine, die Hieroglyphen bei den Ägyptern, die sind ja eigentlich so entstanden, mit Symbolen. Ja, nur es war noch nicht, es ist schon eine Stufe vorher, weil es ja, eben nicht standardisiert ist. Es gibt sozusagen keine Reihen von Petroglyphen, die sozusagen
also sich wiederholende, genau exakte, also so im alten Ägypten hat man, da gibt es irgendwie diesen Vogel mit dem, da gibt es so standardisierte Zeichen, die sich dann wiederholen. Und im alten Ägypten wurde dieser nächste Schritt dann getan, dass man also von so Piktogrammen eben in ein Schriftsystem zu entwickeln. Ich denke, in Hawaii hätte es, wenn das noch 500 Jahre länger isoliert geblieben wäre vom Rest der Welt, vielleicht hätte sich aus den Petroglyphen tatsächlich eine standardisierte, eine Piktogrammschrift oder eine hieroglyphische Schrift entwickelt. Aber es ist der erste Schritt dahin. Eine sehr hochstilisierte Kunstform, also oder auch relativ vereinfachte Beschreibung von Objekten, wie es die Petroglyphen darstellen, ist natürlich kann der erste Schritt Richtung einer hieroglyphischen Schriftentwicklung sein. Das ist, die Interpretation ist nicht unmöglich, aber wir wissen es nicht, ob es sich dahin entwickelt hätte, weil wir ja eben dann die westliche Lateinschrift dann kam. Aber ich möchte noch einmal etwas sagen zum heutigen Hawaiisch, wie man es heute spricht. Entspricht es in vielem den Texten in diesen hawaiischen Zeitungen vom 19. Jahrhundert? Und ich habe zum Beispiel folgendes Phänomen festgestellt. Ich wurde eingeladen nach Tahiti, dort ein bisschen Hawaiisch zu unterrichten. Und Tahitisch und Hawaiisch sind ganz ähnlich. Ich hatte 60 Studenten und nach 5 Minuten konnten die bereits einen hawaiischen Text aus dem 19. Jahrhundert übersetzen. Über Kapitän Cook in diesem speziellen Fall. Also das zeigt ja, dass das immer noch recht authentisch ist. Oh ja, das kann man sehr schön. Und zwar geht das zurück bis nach Taiwan. Aber das ist ein Prozess von ungefähr 6000 Jahren. Sogenannte Austonese, also es gab die Urbevölkerung von Taiwan. Da gibt es immer noch Sprachen und da findet man Wörter, die gewissen Ausdrücken im Hawaiischen entsprechen. Heute noch. Also ursprünglich diese ursprünglichen Taiwanesen, die dann die Insel verließen, die fuhren im Prinzip in die heutigen Philippinen. Dort entwickelten sie den Ausleger, sonst hätten sie es auch große Distanzen nicht bewältigen können. Und dann ging es von dort im Prinzip nach Samoa, Tonga, so ungefähr. Also erstmal nach Neuguinea. Ja, natürlich Neuguinea. Neuguinea, die Ausleger von Neuguinea. Ja, Solomon Islands und so, Fiji und dann Samoa, Tonga. Dann das heutige Tahiti und die Inseln dort herum. Dann Osterinsel auf der einen Seite, Marquesas auf der anderen, von den Marquesas nach Hawaii. Und wahrscheinlich bis nach Südamerika, denn wir haben die Süßkartoffel und die kommt aus Südamerika. Wie ist die hierher gekommen? Und wahrscheinlich auch bis zu der südlichen Spitze von Baja California. Ja, riesiges. Ah, und Madagaskar ebenfalls. Madagaskar. Also Ostküste von Afrika. Und bis in die Antarktis im Süden. Also Neuseeland ist ja die Maori, die Urbevölkerung Neuseelands ist ja auch ganz eng verwandt mit Hawaii und Tahiti. Das ist ja auch eine ganz eng verwandte Sprache, die Maori-Sprache aus Neuseeland. Ja. Und von dort aus sind die Leute bis runter auf den antarktischen Kontinent, aber zumindest bis da, wo die Eisschollen sind und so, wo es dann nicht mehr weitergeht. Das ist eine gute Frage. Irgendwann so um 1400 herum hat man aufgehört, diese großen Distanzen zurückzulegen. Vorher segelte man hin und her. Man hatte auch ein ausgeklügeltes Navigationssystem. Die Sterne natürlich, die Planeten, der Wind, die Wellen, die zurückgestaut werden von irgendeiner Insel, der Flug von Vögeln, all das. Und die Hokulea hat ja gezeigt, also dieses Kanu mit einer Plattform und so weiter, das kürzlich um die Welt fuhr, hat gezeigt, dass mit den alten Methoden man sehr gut navigieren konnte. Warum man dann aufhörte, diese großen Distanzen zurückzulegen, da kann man nur spekulieren, wahrscheinlich weil hier
alles funktionierte, man sich auf die Inseln in der näheren Nachbarschaft konzentrierte. Ja, oder? Das ist das eine, also das ist sicherlich nicht falsch, die Analyse. Was auch noch vermutet wird von Historikern und auch Meteorologen, ja, ist, dass es da einen leichten Klimawandel gab zu der Zeit, dass das Klima kühler, dass das Klima leicht abkühlte. Aha. Und dadurch, und es auch mehr Stürme gab und so, und dadurch es also etwas gefährlicher wurde, diese großen diese langen Distanz Reisen zu unternehmen, vor allem auf diesen ja doch relativ fragilen Booten, wenn trotz aller Genialität, wenn im großen Sturm gehen natürlich schneller unter als ein modernes Schiff. Ist das die kleine Eiszeit? Das ist eine kleine Eiszeit, genau. Ah. Und das ist, weil das ja nicht nur in Hawaii, ich meine, in Hawaii, da ist da also eine riesen Landmasse hier, ist ja eine der größten in Polynesien. Die anderen Inseln sind ja alle, Tahiti ist ja viel kleiner, Samoa, die sind ja alle viel kleiner als die hawaiischen Inseln. Außer Fiji, ja, und dann Neuseeland, also, ja. Aber Neuseeland ist wiederum eiskaltes Klima, ja. von den Tropen aus gesehen. Aber, also hier in Hawaii ist natürlich klar, da ist ja die Vorstellung, dass das ein Riesenarchipel und man hat also genug zu tun, das Archipel hier zu besiedeln und zu kultivieren. Das in Hawaii macht das Sinn, aber interessanterweise hört überall in der gleichen Zeit diese Langdistanznavigation auf oder wird zumindest unterbrochen, also es wird zumindest weniger, also von Neuseeland nach Ostpolynesien hört es ja auch auf, zum Beispiel von Rapa Nui oder der Osterinsel hört es auch auf um die Zeit, und selbst zwischen den Inseln, die relativ nah sind, Tahiti, Samoa und so, da wird es weniger, dafür hört es nicht ganz auf, aber es wird weniger, das heißt um die Zeit ist also tatsächlich wahrscheinlich ist das eben, dass diese Theorie richtig mit dieser kleinen Eiszeit, dass einfach das Klima rau wurde und wirklich so unangenehm, dass die Leute dann gesagt haben, naja, das machen wir lieber nicht mehr, also nur wenn es unbedingt sein muss, und von Hawaii aus musste es garantiert nicht sein, weil man hier genug Ressourcen und alles hatte, und dann hat man es halt gelassen. Ja, das ist jetzt das Thema meiner Dissertation. ganz genau, also das ist das hawaiische Können. Also erstmal muss man dazu sagen, diese Isolation war ja da, habe ich ja gerade erklärt. Und die Isolation wurde aufgebrochen natürlich durch die europäischen Schiffe. Und die europäischen Schiffe, die natürlich in vielerlei Hinsicht den einheimischen Schiffen insofern überlegen waren, als dass sie erstens viel größer waren und relativ sicherer, also der Sturm musste noch deutlich stärker sein, um so ein europäisches Schiff zu versenken als für so ein kleines polynesisches. Und der Import der europäischen Segeltechnologie, der auch übrigens von den Hawaiiern und anderen Polynesiern schnell übernommen wurde. Also es gab schon um 1810 gab es Schiffe westlichen Stils, die von einheimischen Polynesiern operiert wurden. Also das ging dann ganz schnell, dass sie das, also polynesische, erstmal haben sie als Matrosen angeheuert auf europäischen Schiffen, und dann haben sie innerhalb von kurzer Zeit teilweise auch die Häuptlinge und die Adligen dann Geld aufgebracht, um sich so ein ganzes Schiff zu kaufen unter Umständen. Kamehameha! Den eigenen, auf den Kapitän zwei Schiffe von Johann Jakob Astor. Genau. Also nur um das als Beispiel, genau, also die europäische Segeltechnologie ist in den Händen der Pazifik-Insulaner halt, also die Kommunikation wieder, die vor ein paar hundert Jahren vorher aufgegebene, wieder ermöglicht. Im frühen 19. Jahrhundert war es also ein ganz extrem häufiger Verkehr zwischen den Inseln. Und genau das hat natürlich dazu geführt, dass die dass auch politische Modelle und politische Organisationsformen gegenseitig sich beeinflusst haben. Das ist ganz klar. Genauso wie zur Missionszeit bereits die Missionare oft deswegen Erfolg hatten, weil sie von gar nicht die Missionare selber, sondern weil sie bereits konvertierte Insulaner eines Archipels mit sich brachten und die dann den erklärt haben in der eigenen Sprache, ja, das ist ein Mann, das ist eine tolle Religion, kommt, tretet auch zu der über. Und da fingen schon diese Netzwerke an, sehr früh durch die Missionare. Zum Beispiel ist hier in Hawaii der Übertritt der Hawaiier zum Christentum unter anderem dadurch beschleunigt worden, weil Tahitianer, die bereits christlich waren, ein Jahrzehnt früher, bei den Missionaren mit dabei waren und sozusagen damit Mitarbeit, da war Tahiti am Anfang eine Art Modell für ein christlich-polynesisches Land, da war Tahiti das Modell. Dann hat, wie ich ja erklärt habe, Hawaii eben sehr früh diesen modernen konstitutionellen Staat gebildet, der auch dann so sehr schnell international völkerrechtlich anerkannt wurde.
Und ja, genau wie Sie sagen, das wurde dann zum Modellstaat für ganz Polynesien. Da ist es gar keine Frage. Die Insulane in anderen Inseln, gerade im westpolynesischen Raum, Tonga, Fiji, Samoa und viele andere kleine Inseln auch, im heutigen Kiribati, Gilbert-Inseln damals genannt, Marshall-Inseln, überall haben die dortigen Insulaner Hawaii als sozusagen den Modellstaat, also das Modell schlechthin für einen von einheimischen Insulanern geführten modernen Staat gesehen und haben versucht, eben dieses Modell auch zu kopieren und sich zumindest davon inspirieren zu lassen. Und das beste Beispiel ist das Königreich Tonga, welches die Verfassung von Hawaii praktisch fast 1:1 kopiert hat in den 1870er Jahren. Und da Tonga eine andere Geschichte hat als Hawaii, eben nicht direkt kolonisiert wurde von einer europäischen Macht, sondern nur indirekt ins britische Empire als Protektorat angegliedert wurde für eine Zeit, aber das hat also nicht den gleichen Impact gehabt wie die üblichen Kolonialherrschaften. Und deswegen ist in Tonga diese Verfassung bis heute gültig. Also wir haben in Tonga sozusagen das hawaiische Königreichsmodell in modifizierter Form bis heute in Gültigkeit. Ja, und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie eben dieser hawaiische Modellcharakter durchaus sogar langfristig im Pazifik auf anderen Inseln ein Vorbild gewesen ist. Ja, also aufgegeben hat es die Südsee im Ersten Weltkrieg, weil es gezwungen wurde, und dann im Vertrag von Versailles. Aber es gibt gewisse Beziehungen zwischen Deutschland und Samoa, zum Beispiel heute, auch mit Tonga. Und dann haben wir die lokalen Deutschen hier, die eine ganz große Rolle spielten im 19. Jahrhundert. Die kommen jetzt wieder ein bisschen. Also richtig aufgegeben hat Deutschland den Pazifik eigentlich nie, aber man hat vieles vergessen wegen des Ersten Weltkriegs und dann natürlich die ganze Geschichte mit den Nationalsozialisten und so weiter und dann die Trennung in zwei Staaten und als dann die Mauer fiel, wurden Energien wieder frei, die zu einem beginnenden neuen Engagement auf einer anderen Stufe mit dem Pazifik führten. Es gibt dann sehr interessantes Werk über die deutsche Südsee von Bayreuth, das die ganze Geschichte aufarbeitete. Das konnte man erst nach dem Fall der Mauer eigentlich machen. Und das spielt also auch eine Rolle. Ach, wer hat Hawaii der Welt vorgestellt? Das war ein Berner. Das war der Künstler, der Maler von Captain Cook, Johann Weber, bekannt als John Weber, weil er in England geboren wurde, aber er war auch Schweizer und wurde in Bern ausgebildet, Bernburger, und der hat Hawaii der Welt vorgestellt. Im Palast gibt es eine Ecke im goldenen Saal, das ist Johann Weber. Und dann haben wir noch andere. Wir haben einen Iselin aus Basel, der wollte Handel treiben mit Kamehameha. Und dann haben wir den General Suter, der zuerst nach Hawaii kam. Er wollte nach Kalifornien, konnte aber nicht direkt dorthin. Kam zuerst hierher, der Kamehameha III. Wollte ihn zum Kriegsminister machen. Dann hat er gesagt, nein, ich will nach Kalifornien. Dann hat er 10 Hawaii bekommen, die ihm dann geholfen haben, sich zu etablieren im heutigen Sacramento. Ja, und dann hat Hawaii ja den Freundschaftsvertrag mit der Schweiz gehabt, 1863. 64. Und der ist natürlich, ich habe es jetzt nicht im Detail studiert, aber die Tatsache, dass es diesen Vertrag gegeben hat und dass da drin zum Beispiel ja spezifisch erwähnt wird, dass der Schweizer Bürger das Recht haben, sich in Hawaii niederzulassen und all diese Rechte haben, muss ja, also man würde das ja nicht machen, wenn es nicht so soll. Das heißt, es muss also durchaus Schweizer auch gegeben haben, die hier Handel getrieben haben, die hier, also wie gesagt, wir haben das, ich glaube, nicht im Detail recherchiert, aber da muss eine ganze Menge, muss eine ganze Reihe Schweizer gegeben haben, eben hier während des Königreichs auch aktiv waren. Er gilt immer noch. Warum wird er nicht gelebt?
Das ist wieder Cognitive Dissonance. Wenn man das erklärt, dann stößt man auf absolutes Unverständnis. Was? Wie? Vertrag? Ich habe eine Kopie, die habe ich bekommen von unserem Außenministerium, von einem Botschafter, der hatte sein Büro gleich neben meinem Bruder, der war auch Diplomat. Und ich habe dann gesagt, du, mein Bruder, forsch doch mal nach, da sollte es einen hawaiischen Freundschaftsvertrag geben mit der Eidgenossenschaft. Und da hat er das gemacht und dieser Botschafter war ganz erstaunt. Ja, was, was? Ja, doch, ich kann mich erinnern. Er war nämlich derjenige, der diesen Vertrag 1947, glaube ich, aus der Sammlung der Verträge der Eidgenossenschaft herausnahm, als nicht mehr aktiv. Dann habe ich dann einen Brief geschrieben und gesagt, das ist wirklich ein außerordentlicher Vertrag. Aber das herauszunehmen heißt nicht, dass der Vertrag aufgehoben wurde. Es war auch kein Rechtsakt, diese Herausnehmung. Es war nur, die haben irgendwie gesagt, ja, wir haben den irgendwie seit Jahrzehnten nicht mehr angefasst und das scheint substanzlos zu sein, also tun wir ihn jetzt ab ins Archiv, aber es war kein juristischer Akt, in dem die Schweiz gesagt hat, wir treten jetzt aus dem Vertrag aus oder so. Und das Gleiche gilt mit Italien, da hat ein Freund von uns hat den Vertrag gefunden, der war aber auf der falschen Seite im Archiv, nämlich nicht mehr existierende Verträge und dann hat er gesagt, das stimmt nicht und dann wurde der Vertrag von der einen Seite auf die andere bugsiert. Also die Italiener sagen jetzt, dieser Vertrag gilt immer noch. In Belgien auch, da gab es bis 1908, da gab es 1908 eine große Debatte innerhalb des belgischen Außenministeriums, was ist jetzt mit dem Vertrag, also immerhin 10 Jahre nach der sogenannten Annexion, weil also da nie jemand auch selbst aus USA den Belgiern überhaupt gesagt hat, dass der Vertrag und die USA, selbst wenn das hätte ja keine, Hawaii hätte das sagen müssen, aber selbst die USA haben den Belgiern nicht gesagt, dass der Vertrag zu angeblich nicht mehr gilt, sondern das heißt, also Belgien hat bis 1908 überhaupt nichts davon gewusst, dass Hawaii angeblich annektiert worden sei. Das Ganze war ganz improvisiert, in eurer Regierung kam überhaupt nicht raus, wie diese Dinge überhaupt gehen und wir haben einen Brief entdeckt vom neuen, also vom Außenministerium der sogenannten provisorischen Regierung, nach Amerika und der wurde falsch frankiert. Von den Leuten, die amerikanisch werden wollten. Die wussten nicht einmal, was das Porto kostet von hier nach Amerika. Und solche Sachen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Absurditäten. Weil die neue Regierung überhaupt nicht bereit war, die Macht zu übernehmen. Die kamen gar nicht richtig draus. Es ist absurd. Es ist absurd. Ein Land, das angeblich nicht mehr existiert, existiert. Aber wenn man das den Leuten versucht zu erklären, dann ist das gar nicht so leicht. Was ja auch geschieht, nur eben in kleinem Rahmen bisher. Aber es geschieht. Aber es ist außerordentlich interessant. Ich muss dann immer mich hinterfragen, bin ich derjenige, der hier falsch liegt? Oder wie ist das eigentlich? Weil man sich ja dauernd hinterfragen sollte. Vielleicht irre ich mich. Und was wir da erzählen, ist alles ganz falsch. Oder? Naja, aber die Fakten sprechen ja für sich. Ja, die Fakten sprechen. Das kann man. Aber es ist Cognitive Dissonance, so nennen wir das. Dieses Unverständnis, auf das man stößt, in den höchsten Stellen übrigens, an den höchsten Stellen, das ist Cognitive Dissonance. Das ist offenbar ganz schwierig, aus einem Schema herauszukommen. Das haben wir auch gesehen mit der DDR und so weiter. Die Mauer ist immer noch in den Köpfen. Und genau das Gleiche gilt hier für Hawaii. Und da muss man immer wieder ganz geduldig erklären und dann nochmals erklären und dann nochmals und dann vielleicht so langsam kommt es dann. Das Interessanteste ist für die Schweiz, dass Hawaii im 19. Jahrhundert als Schweiz des Pazifik angesehen wurde. Neutraler Staat. Die Neutralität hat man im Prinzip von der Schweiz übernommen im Krimkrieg 1854. Und
auch die verschiedenen Ethnien, die wir hier haben, die friedlich miteinander leben, also ein bisschen wie bei uns, und insular, und zugleich würde ich sagen, Hawaii hat eine Mission, eine friedensstiftende Mission, weil man hier eben am besten internationale Konferenzen abhalten könnte, weil alle relativ entspannt an wichtige Fragen gehen können. Und wie gesagt, ich habe das jetzt selbst erlebt, ich habe das immer gesagt, aber ich habe es selbst erlebt an einer Konferenz auf Kauai, zusammen mit Amerikanern, Hawaiian und Russen. Und das ging wunderbar. Und das könnte eigentlich die Mission sein von Hawaii, das wahre Aloha als Mittel dieser Welt ein bisschen friedlicher zu machen, denn im Moment geht ja alles drunter und drüber. Ne? Mhm. Ja, ne, das haben Sie ja ziemlich gut gesagt. Also ich denke auch, also wichtig ist eben, dass, also ganz genau, Hawaii eben wahrzunehmen, dass Hawaii mehr ist als nur dieses Südseeparadies, ohne aber diesen Aspekt aus dem Fenster damit zu werfen. Hawaii ist ein Südseeparadies, also ja. Gar keine Frage. Wo wunderschöne Landschaft, Sonne, Strand, das ist ja alles. Die ganze, auch die Kultur. Ich meine, Hula nicht vielleicht unbedingt die verkitschigsten Versionen, aber der Hula Kahiko, like Mary Monarch Festival, das ist ja also absolute Kunst. Also meine wunderschöne Kulturtradition, ja. Wunderschöne Landschaft, all das. Aber es ist eben mehr. Es ist nicht nur eine Kulisse. Es ist wirklich ein Land, in dem diese Kultur gelebt wird. Und es ist auch ein Land, was politische Wichtigkeit in der Welt eben gehabt hat und auch wieder haben wird. Der Titel meines Buches, was jetzt nächstes Jahr rauskommt, was an meiner Dissertation auf meiner Dissertation basiert, der Titel ist A Power in the World. Das ist, was ein hawaiischer Diplomat in Australien geschrieben hat, eben Mitte des 19. Jahrhunderts. Dass Hawaii als Zentrum des Pazifiks und als führender Staat des Pazifiks A Power in the World ist und als solches wahrgenommen werden sollte. Und genau das ist, glaube ich, das, was fehlt in Europa. Alle kennen Hawaii als Südseeparadies, aber es ist ein Südseeparadies, was auch eine wichtige Regionalmacht ist. Ohne keine aggressive Regionalmacht, nicht eine Regionalmacht, die andere Länder erobert oder denen droht, sondern eben wie Sie gesagt haben, wie eine Schweiz des Pazifiks, wie die Schweiz eine wichtige, also keine Großmacht ist in Europa eben, aber eben ein wichtiges Land im Konzert der europäischen Staaten ist, so ist Hawaii eben ein wichtiger Staat im Pazifik, ein wichtiger politischer Faktor im Pazifik. Und wenn das mehr Leute in Europa verstehen, das wäre, dann wären wir wirklich glücklich. Ja, das stimmt. Ist das ein Wunsch von euch? Oder was ist nicht nur Wunsch? Von uns, nicht von uns. Vielen. Von vielen. Von wir sprechen nur für ganz viele Leute in Hawaii. Richtig. Aber jetzt persönlich, was ist der Wunsch von Ihnen und von Ihnen? Ja, wir versuchen zu erklären, was hier eigentlich geschehen ist und warum, was die Fakten sind, wie man das sehen kann. Dann versuchen wir mitzuhelfen, die Sprache zurückzubringen und die Kultur und das Selbstverständnis. Und den Stolz der Leute, weil viele immer noch leiden unter der Geschichte. Wenn sie in ein Gefängnis gehen, das musste ich, als ich Konsul war, ein paar Mal. Und dann sieht man die Schattenseiten von der ganzen Geschichte. Oder in die Spitäler oder in die Altersheime. Mhm. Da sind die Hawaiier übervertreten. Warum? Weil ihre ganze Lebensgrundlage auf den Kopf gestellt worden war 1893 und 1898. Und das sind Dinge, die man auch erwähnen muss. Und da kann man eben sehr viel erreichen, wenn man die Sache wieder einigermaßen einrenkt. Und auch die Landfrage. Sehr viel Land ging das Kornland zum Beispiel. Das ist ein Fünftel der Insel. Das wurde einfach behändigt. Ohne irgendwelche Restitution oder ohne irgendwelche Zahlungen. Es wurde einfach der Korn weggenommen. Und so weiter. Ja, ganz genau, würde ich auch so sehen. Also wir haben
Das, ja, ich meine, der Wunsch einfach hier ein bisschen dazu beizutragen, dass eben, dass die Sachen wieder ins Reine kommen, seit jetzt ja 125 Jahren, dass wir wieder irgendwann wieder da anknüpfen können, wo wir 1893 waren, dass wir eben diese 125 Jahre dunkler Geschichte, nicht ohne Lichtblicke, aber trotzdem insgesamt dunkler Geschichte, dass wir die eben überwinden können und wieder... Es ist ein bisschen wie in einem viel größeren Maße Russland. Russland hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Die müssen auch eine sehr unglückliche Phase überwinden. Sie sind jetzt daran, aber es ist schwierig. Aber Russland und Hawaii haben gewisse Berührungspunkte. Ja.